Sul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der City Life Challenge. Wow, Jared sieht ja heute mal anders aus als sonst. So, ach ja, unsere Jordan ist glücklich, denn sie ist ja letzte Folge befördert worden. Oh, da gibt's erstmal einen Glückwunschknutsch von Jared obendrauf. Das ist gar nicht so angenehm, dass die Jordan und Jared heißen. Da muss man teilweise wirklich aufpassen, dass man da nicht automatisch schon Pärchennamen draus macht. Mann, Mann, Mann. So, ich würde sagen, hier mal wieder das Standardzeugsel. Wenn Jordan dieses Bestreben herrlich reich abgeschlossen hat, dann würde ich gerne diese Sachen mit dem Einsammeln würde ich dann gerne mit Jordan machen, damit er das auch noch abschließen kann. Ich würde auch sagen, wir lassen jetzt Jordan und... Also dann würde ich das gerne mit Jared machen. So, Jordan lassen wir jetzt unten mal eben die Sachen einsammeln und dann kann sie dort ihren Stand aufbauen. Und Jared, oh, du könntest hier vielleicht mal gegen Käfer einsprühen. Das sieht gerade nicht so gut aus, nicht so lecker. Oh, und hier hat er alles fertig. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wunderbar. Wir könnten ja dafür mal belohnen. Wir könnten ja mal hier ihn boxen lassen. Er macht doch so gerne Sport. Übrigens eine sehr, sehr gute Idee, die Frösche jetzt mal zu züchten. Und zwar weitere davon zu züchten und die dann zu Jared ins Inventar zu packen. Weil dann können wir ja mit beiden, können wir dann ja, ne, verkaufen, züchten und verkaufen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Ich weiß gerade nicht mehr, von wem sie kam, aber ich fand sie sehr gut. So. Er hat es nicht, dass er jetzt Sachen teurer verkaufen kann. Das muss ich bei jedem selber kaufen, jedem Einzelnen. Markttauglich, ja. Naoki Mori, hallo, ich muss einfach mal raus. Hast du Lust, mir im Restaurant Villa Bovino zu am Abend? Nein, das ist nicht hier in San Myshuno, tut mir leid. So. 74 Tage bis zur nächsten Altersstufe. Und sie? 55. Wie viele Punkte hat er denn hier? Nicht so sehr viele. Haben wir hier nicht irgendwas, was ihm vielleicht auch was bringt bei seinem Programmierzeugsel? Gelehrte. Gelehrte bauen alle Fähigkeiten schneller auf. Ist natürlich auch sehr, sehr nice. Was haben wir denn hier? Kreativer Visionär ist nur Meisterwerke, Schriftstellerei, genau. Markttaugliche Sims verkaufen selbst hergestellte Objekte für mehr Simoleons, kostet 1500. Das können wir uns leider auch noch nicht kaufen, das ist schade. Was ist denn Herd- und Grillprofi überhaupt? Profis am Herd und am Grill können dort Nahrungsmittel ausgezeichneter Qualität herstellen. Aha. Ich dachte, das könnte man sowieso. Okay. Was möchte er denn machen? Ach ja, genau, er wollte den Weltkulturkanal gucken. Kanal schauen. Weltkulturkanal schauen. Energiegeladen kann er bestimmt auch durch den Sport werden, oder? Ist jetzt auf jeden Fall glücklich, weil er trainieren darf. So, ach Jordan, ich wollte dich doch eigentlich hier verkaufen lassen. Jetzt sind gar nicht mehr so viele Leute da. Wir versuchen es trotzdem mal noch. So, Inventar anzeigen. Ach nee, das ist ja gar kein Bild. So, das hier haben wir sogar zweimal, ja. So, und das hier können wir... Ach guck, sie hat da Feuerwerkskörper gefunden in einem Karton. Das ist natürlich super, weil die bringen immer ein bisschen mehr. Guck mal hier, 30 bringen die. Da komme ich mit keiner Schneekugel dran. Oh, das habe ich zweimal. 400 Simoleons. Mensch, Glück muss der Mensch haben. Mit denen kann ich schon wieder züchten? Nee, noch nicht. Die sind noch müde. So, einmal ausstellen, bitte. So, jetzt zieh dich hier mal ein bisschen geschäftstüchtig an.
Outfit ändern, zack. Stand bedienen und Straßenverkauf beginnen. Die Preise müssten wir ja schon auf 300% haben. Jawohl, haben wir, wunderbar. Was macht Jared denn gerade? Der macht immer noch Sport. Ich kriege ihn gerade nicht Energie geladen, aber das kriege ich schon noch wieder hin. Wir lassen ihn jetzt erstmal Fernsehen gucken. Also habe ich irgendwas übersehen oder gibt es kein Merkmal, dass sich Plugins und Spiele und sowas teurer verkaufen? Wäre ja bei ihm sinnig als Programmierer. So, was wir noch machen? Jemanden anrufen, weil er glücklich ist. Oh. So. Jordan heiraten. Oh. Wir müssen jetzt dringend mal einen Antrag machen. Der Guten. So, kommt mal jemand. Ach, hier, guckt Jacquin wieder. Kauft ihr eins? Bitte kauf eins. Das wäre voll toll und so. Voll Töfte. Unterhalten sich gerade eher. Aber ist ja auch nicht schlecht, wenn man ins Gespräch kommt. Ha, der hat diese coolen Armbänder. Nur, dass sie nicht einlullen, verkauft ihm auch was. Jordan. Es ist hier gerade relativ viel los, aber es will irgendwie keiner wirklich was kaufen. Das ist nicht schön. Oh, hier Don. Don hat schon so viele Bilder gekauft, er will keine mehr. Oh, Jordan, du hast dir so viel Mühe gegeben, du hast diesmal richtige Meisterwerke dabei und sie will dir keine abnehmen. Hm. Nee, komm, weißt du was? Stand abräumen. Und die kommt wieder ins Inventar. Das ist ja so. Warum ist er wütend? Ach so, gegen die Türtrommel. Er will in einen Kampf geraten. Kriegen wir das hin? Das ist ja cool. So. Ja. Du. Oh Gott, muss ich morgen arbeiten? Oh. Das ist nicht gut. Dann trink gleich nur ein Glas Milch. Oh. Mein Handy brummt. Jetzt nicht mehr. In welchem Club? Pan-Europa? Nee, das geht nicht. Warum wollen die ganze Zeit in die Stadt? Ach ja, und die meisten... Ah, nein, stopp. Und die meisten waren dafür, dass ich die Spülmaschine verkaufe, damit sie hier keinen... damit sie das nicht mehr da reinpacken. Klar, sie können es dann immer noch da hinten im Waschbecken abwaschen. Das stimmt wohl auch, aber dann ist schon mal die Möglichkeit der Spülmaschine gewonnen. So, jetzt wütend über Lärm beschweren. Grob vorstellen. Der entschuldigt sich. Aber... ach nee, jetzt will er sich nicht mehr, prügeln. Was will er jetzt? Er will etwas pflanzen, weil er inspiriert ist. Du könntest hier was bewässern. Und nee, aufwerten kann er noch nichts, das ist doof. Das muss Jordan machen. Hier, nimm dir auch noch irgendwie eine schnelle Mahlzeit. Auch noch irgendwie. Nimm dir auch noch ein Glas Milch oder so. Milch macht müde Männer wieder munter. So. Nicht abspülen. Böse. Ich überlege fast, ich sollte ihnen eigentlich wohl am besten das Merkmal unordentlich geben. Damit sie nicht permanent alles hier in die Spülmaschine oder irgendwo hinpacken möchte. Oh. Stopp. Du auch nicht. Begeisterter Besuch. Er mag unseren Ton. So, komm, hau dich auch mal in die Kiste. Es ist spät, du musst morgen, glaube ich, auch arbeiten, oder? Nee, er hat heute frei. Das ist ja supi. Wo hat er jetzt das Glas hingestellt?
hat das doch abgewaschen. Mensch, Jared, du arbeitest gegen uns. Das ist voll doof. So. Jetzt läuft nicht mal die Zeit schnell ab, weil wir, was hat er gebastelt? Ach, da ist das Glas. Eine Art Tonschale. Mach mir nicht den Herd kaputt. Den brauche ich noch. Nee, er hat zum Glück den Herd nicht kaputt gemacht. Sehr gut. So, jetzt ist er endlich weg. So. Sehr gut, sie ist halbwegs fit. Wir lassen sie duschen. Wir lassen sie das Ding hier weiterentwickeln. Und wir lassen sie auch alles ernten. Und dann gucken wir mal. Ah, wir haben nichts mehr im Kühlschrank. Das ist natürlich doof. Frühstück servieren. Was machen wir denn mal? Mach doch ein Joghurtparfait mit Früchten. Das gab's schon lange nicht mehr. So, aber jetzt wird erstmal geduscht. Stinkend auf die Arbeit geht gar nicht. Oh je, aber die Gute hat auch echt Hunger. So, ja, aber wir haben wieder ein paar. Wir haben 10 Peter Hayas geerntet. Wow, für 590 können wir die verkaufen. Schaut euch das mal an. Wir haben fast 92.000 Simoleons. Jetzt wäre es natürlich auch schick, wenn demnächst nochmal der Flohmarkt wäre. John hat Level 2 der Fähigkeit Feinschmecker kochen erreicht. Jetzt geht's rund. Jared, schlag zu. So eine kriegst du nicht so schnell wieder. So. Den schicken wir jetzt auch erstmal ins Bad. Und? Qualität normal. Oh, dann sind sie wieder am Motzen, dass es nicht schmeckt. Oh Gott, oh Gott. Herr Jared. Der muss schon ziemlich dringend gerade. Oh weia. Oh weia, oh weia, oh weia. Ja, Jordan muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Sie hat ihre Tagesaufgabe gestern abgeschlossen. Nein, dann hat sie nicht. Nein, Jared hat sie abgeschlossen. Och, ich bin so ein Hornochsenvieh. Ja gut, sie ist gestern befördert worden. Da muss der Chef auch mal Verständnis dafür haben, dass sie ein bisschen gefeiert hat und nicht direkt noch wieder ein Gemälde dahin klatschen konnte. Ne? So. Muss man auch mal so sehen. So, wenn er sich jetzt hier gleich was genommen hat von dem Joghurtparfait, dann würde ich sagen... Nein, nicht abspülen. Oh, ich war zu langsam. So, der Rest kommt in den Kühlschrank, dass das bloß nicht vergammelt. Das Geld können wir uns sparen. Warte mal, sie wollte sich einen Tag Urlaub nehmen. Nimm dir doch heute mal einen Tag Urlaub. Ach nee, hier nicht in Urlaub fahren. Nur einen Urlaubstag nehmen. So, dann kann sie nämlich ihre Tagesaufgabe in aller Ruhe abschließen. Und sie erfüllt sich direkt sogar noch einen Wunsch, den sie hat. Und wir bekommen nochmal wieder so ein paar Belohnungspunkte. So, Jordan hat einen Tag Urlaub genommen. Genieße den freien Tag. Minestrone zubereiten. Minestrone Meistersuppe. Ja, können wir mal machen. Für wann anders. Mach doch mal ein großes Pop-Art-Gemälde. Du hast schon lange kein anderes Gemälde mehr gemalt. Fast nur noch Realismus und klassisch. Gut, bin ich ja schuld. So. Die kommt wieder in den Mülleimer, die Schale. Das wäre super, wenn ich für jede Müsli-Schale, die ich verbrauche, 10 Euro kriegen würde, wenn ich jetzt nur für mich rechnen würde. Dann würde ich alles, was ich habe, an Geschirr ins Gebrauchtes in den Mülleimer werfen. Ich will auch so einen coolen Mülleimer wie die Sims. Das ist total gemein. So, programmier doch nochmal ein Plugin, mein Gutster. Und dann würde ich aber auch schon wieder sagen, dass wir für heute fertig sind. Und nächste Woche, am Samstag, starten wir dann wieder durch. Das Bild ist super. Und dann gucken wir mal, ob wir dann die Bilder vielleicht mit Jordan endlich mal wieder verkauft bekommen. Gestern war ja, also jetzt in der heutigen Folge, klar, aber am gestrigen Simtag war ja jetzt das Interesse daran nicht unbedingt so groß. Dabei hat sie so tolle Werke gezaubert und dann will die keiner haben hier. Arme Jordan. Okay, ihr Lieben. Aber damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid bei Lia, Ocean und Aiden sind wir dann, glaube ich. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.